Ach, da seid ihr ja schon wieder zurück. Wir machen nämlich weiter mit einer neuen Folge Ghost of Tsushima. Freut mich, dass ihr alle wieder mit mir am Start seid. Ich bin nochmal zurückgeritten. Ich zeig's euch kurz auf der Karte. Und zwar hier, da haben wir irgendetwas vergessen, wo wir meditieren können. Da bekommen wir ein Armband für. Danach werden wir hier zu dem Lager der Überlebenden reiten. Schaut einfach mal, was das ist. Und dann hier rüber zu Yuna, denn dann bekommen wir das Attentat. Ich denke, das ist sehr, sehr nützlich für die kommenden Folgen. Deswegen als erstes mal hier hingekniet und meditiert. Wir haben über die Harmonie Raunen durch die Bäume. Erde unter euch. Ich finde das mit dem Wind ganz cool. Wir nehmen das. Okay. Kühles Bett unter den Sternen. Freischaukelnd im leichten Wind. Freischaukelnd im leichten Wind. Stets stärker werdend. Natürlich sind wir für den Fortschritt. Raunen durch Bäume. Freischaukelnd im leichten Wind. Stets stärker werdend. Der alte Mann hatte recht. Meine Seele ist im Reinen. Sie ist stark. Ich sollte mir Gedichte schreiben. Cool. Wie sieht das Ding aus? Wow. Aber hat keine Buffs oder irgendwie sowas. Sieht einfach nur geil aus. Nehmen wir mit. Natürlich. Gut. Der Wind. Da lang. Schauen wir uns mal das Lager an. Keine Ahnung, was da los ist. Überlebende brauchen ja meist Hilfe. Von daher, warum denn nicht? Und wir erkunden eh alles. Ja, ich könnte gut sein, dass wir hier lang müssen. Ich kann halt nicht sagen, ob es auf den Berg liegt oder nicht. Aber das ist schon eine schöne Spielwelt. Kann man nicht anders sagen. Absolut genial. Wir sollten jetzt gleich da sein. Da oben ist es doch. Alright. Steig mal ab. Wir sehen zu euch auf. Das ist nett. Das finde ich gut. Sage es euch, der mongolische Kaiser. Was ist hier los? Thron auf dem höchsten Berg. Psst, am Baby. Psst. Ihr habt wieder Enshin gelauscht, was? Ach, R2. Mögen die Kami euren Weg schützen, Herr. Meine Mutter glaubte, Inari beschützt mich. Bei meiner Geburt sah sie einen Fuchs vor unserem Haus Glühwürmchen jagen. Sie wusste, dass Füchse Inaris Boten in unserer Welt sind. Wenn ihr einen seht, folgt dem Weg, den er nimmt. Das werde ich. Danke. Sie sollen unsere Krieger verbrannt haben. Wir werden jeden Fuchs verfolgen, der uns über den Weg läuft. Danke für die Info. Da haben wir einen Händler. Oder einen Fallensteller ist es ja, glaube ich. Aber sie haben den Jito. Niemand kann ihn brechen. Auch die Mongolen nicht. Hat der andere Sachen oder sind die alle gleich? Etwas von euren Jagdzügen anzubieten? Also bis jetzt will ich noch gar nichts anbieten. Munition, Ressourcen. Nope. Wir sehen uns wieder. Bei Gelegenheit sprechen wir nochmal. Ja, bis zum nächsten Mal. Niemand kann immer zu Glück haben. Sieht tot aus. Hi. Der schlauste Jito, den wir je hatten. Ist ja nicht so viel los hier, oder? Bleiben wir auf Tsushima. Was mit euch? Nö. Hier drüben ist noch jemand. Hm.
Blümchen pflücken. Kann man immer gebrauchen. Was eine geile Welt, ne? Da hinten sind sie wohl angekommen, die Mongolen. Mein Herr, geht nicht in die Wälder von Kashine. Dort hausen wütende Geister, tote Samurai, die auf Blut aus sind. Wir befinden uns im Krieg. Ich bezweifle, dass Geister das waren. Wer den Wald betritt, kommt nie wieder heraus. Mongolen wie auch Japaner. Die gefundenen Leichen wurden alle von Samurai-Klingen getötet. Menschen benutzen Klingen, keine Geister. Ich sehe mir das an. Vielleicht ein Verbündeter? So, da drüben. Ist ja quasi direkt nebenan. Ich habe den Händler noch nicht gefunden. Ach, hier steht er doch. Voll an dem vorbeigerannt. Bogen aussehen. Der Kranichschlag. Okay, Moment. Wie sieht er denn jetzt aus? Es gibt noch andere. Ah, okay, ich habe nur das. Jetzt, danke, habe ich es auch gecheckt. Eure Siegel geben uns Hoffnung. Ist ja gar nicht so einfach. Okay, wo müssen wir lang? In diese Richtung. Komme ich hier runter? Ja. So. Zeitlupensprung. Ich würde dich gegen nichts tauschen. Nein, auf gar keinen Fall. Schnell, Kage! Auf geht's! Wir sammeln fleißig alles, was uns über den Weg kommt. Blumen, Gehölz, ist scheißegal, wir nehmen alles mit. Es macht unheimlich Spaß, mit dem Pferd hier durch die Prärie zu reiten. Ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding, aber ich finde es irgendwie geil. Ich glaube, die hat da drüben Probleme. Yuna! So! Die hat gar keine Probleme. Der andere Typ hat Probleme. Er hatte Probleme. Jin, du hast mich gefunden. Ja, war nicht schwierig. Du hast gut reagiert. Ich hätte ihn hören müssen. Aber ich ließ mich ablenken. Diese Leute sahen, wie die Mongolen Gefangene flussaufwärts führten. Unter ihnen war ein Schmied. Dein Bruder? Hört sich so an. Sie brachten ihn in ein Lager, nahe beim Kaneda-Meeresarm. Ich weiß, wo das ist. Der Kriegerkodex. Hast du Samurai für die Rettung gefunden? Bisher nur einen. Sensei Ishikawa. Den Meisterschützen? Ein guter Anfang. Oder? Finde ich auch. Huch, Entschuldigung. Reitest du vor? Kann dir helfen, wenn er gerettet ist. Kaum zu glauben, dass ich ihn bald sehe. Wartet mal. Ja, ist doch markiert. Na dann, los geht's. Sieht er vielleicht anders. So sind Geschwister nun mal. Was ist mit dir? Hast du Brüder oder Schwestern? Fürst Shimura ist meine einzige Familie. Was wirst du tun, wenn er frei ist? Tief durchatmen. Denn dann weiß ich, dass für unsere Insel Hoffnung besteht. Du klingst überzeugt. Ich habe ihn schon gegen jede Wahrscheinlichkeit siegen sehen. Und wenn dein Bruder frei ist, was dann? Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Dann werdet ihr mir helfen. Ist doch klar.
Guck hier einmal, ob wir was mitnehmen können. Wenn wir schon da sind, ne? Nein, komm mal raus hier. So, wir können ja alles gebrauchen, wisst ihr doch. Drüben Leinen oder was ist es? Lass doch einfach mal die Tür auf. Das würde die Tür auch nur einen Hauch von Kälte, Wind oder was weiß ich abhalten. Okay. Gehen wir mal hoch. Aber irgendwo eine Leiter. Hier ist bestimmt noch was. Nope. Yuna, halt doch mal bitte mit die Augen offen. Das wäre sehr nett von dir. Nope. Nichts da. Sushi. Eben. Eibenholz. Gar nicht auf der Karte verzeichnet. Was ist das hier? Wir kommen da nochmal hin. Wir gucken uns eh alles an, wie gesagt. Aber was ist das hier für ein Dorf? Leute? Irgendjemand da? No. Wenn das alles umsonst ist. Leute, da langen wir aber richtig rein. Ach, der geht da immer wieder rein und raus. Ich denke immer, da liegt was. Da ist man ruckzuck mit dem Knöpfchen dabei. Und schwupps, schon bist du unten drunter gekrochen. Mal vorne hier am Hafen und dann reiten wir weiter. Man weiß ja auch nie, ob man hier irgendjemanden findet. Liegen einfach Leinen so mitten am Hafen rum. Oder am Anleger, ist ja kein richtiger Hafen. Los geht's. Los geht's in die Richtung. Du reitest gut. Ich weiß. Deine Wunden? Fast verheilt. Dank deinen Verbänden. Du redest nicht gern über deine Gefühle, oder? Da hast du wohl recht. Mein Onkel lehrte mich, dass ein Samurai seine Gefühle meistert. So wie ein Pferd oder eine Klinge. Klingt nach einem harten Leben. Es soll auch nicht einfach sein. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich meine, wir hatten auch noch nicht so viele Gelegenheit, um über meine Gefühle zu sprechen. Schließlich haben wir uns ja nur ganz kurz gesehen. Dann haben wir uns ja schon wieder getrennt. Vor uns ist eine Stelle mit Blick auf den Fluss. Ein guter Ausguck aufs Mongolenlager. Da ist das Lager. Schwierig hineinzukommen. Die Mongolen haben das Lager rasch hochgezogen. Es muss einen Weg reingeben. Mal nachsehen. Könnt ihr ein Lager sehen? Meint ihr das da oben, oder? Wo soll ich? Ach, hier. Ich nehme mal das kleine Lager hier. Hey, der Wind ging doch aber in die andere Richtung. Oh Mann. Wir müssen zu Taka, ohne ihn in Gefahr zu bringen. Wir finden einen sicheren Weg. Hinten sind sie bestens geschützt. Also kommen wir von vorne. Die Felsen an der Seite. Wenn sie locker sind, rutschen sie ab und alarmieren die Wachen. Die Front. Also keine gute Idee. Im Bau. Da könnten wir rein.
Wir könnten ein Loch in der Frontwand suchen. Reinschleichen. Und die Mongolen an Ort und Stelle töten. Wenn etwas schiefläuft, töten sie die Gefangenen. Ich habe es selbst erlebt. Wir müssen leise eindringen. Wie Diebe. Was ist daran verkehrt? Vor den Samurai regierten Verbrecher die Insel. Wir führten Ordnung ein und sorgten für Gerechtigkeit. Wir leben nach einem Ehrenkodex. Und manchmal sterben wir deshalb. Krieger wie mein Vater, die unsere Heimat sicherer machen wollten. Ich will das doch auch. Doch es ist Zeit, dass wir uns wehren. Ich versprach meinem Onkel, den Kodex nie zu brechen. Dann umgehe ihn, um meine Familie zu retten. Und den Rest von deiner. Sehen wir uns mal an, womit wir es zu tun haben. Warten wir, bis es dunkler ist. Los geht's. Ich sagte schon mal, Ehre schön und gut, aber Ehre nicht mit Blödheit verwechseln. Ganz ernsthaft. Macht da keinen Sinn, sich zu opfern? Er hat viel durchgestanden. Schon vor der Invasion. Aber du warst für ihn da. Jemand musste ja. Er hasste, dass ich stahl. Doch ansonsten wären wir verhungert. Ich hatte keine Wahl. Samurai zu sein war auch nicht meine Wahl. Doch meinen Instinkt zu missachten. Meinen Kodex. Besser als von den Mongolen abgeschlachtet zu werden. Wir müssen zurückschlagen. So gut wir nur können. Wir sind doch gerade dabei. Aber wir wollen da reinklettern. Das von Erfolg gekrönt ist. Ich meine, ich habe immer noch keinen Takedown. Ich kann nur ganz grob draufkloppen. Hier durch. Wo genau? Ach, hier. Wenn sie uns sehen, töten sie die Gefangenen. Dann sollten wir leise sein. Und sie kalt machen. Lerne ich jetzt den Takedown? Oh, das wäre nice. Come on. Yes. Schon ist der Glaube an die Ehre dahin. Was meint ihr, Jin? Der Bär humpelt stark. Euer Pfeil hat ihn verwundet. Dann ist ein Tier am gefährlichsten. Bleibt wachsam. Ja, Onkel. Bleibt an ihm dran. Alles klar. Das sieht mir wie Bären aus. Dass hier Bären leben. Tun sie nicht, aber die Kämpfe in Yarikawa trieben einige hierher. Also sind die Rebellen schuld. Wir sollten sie als Strafe den Bären zum Fraß vorwerfen. Wir sind keine Barbaren, Jin. Egal, wer ihn hier hingebracht hat. Müssen ihn töten. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Keine Bärenspuren. Aber doch. Aber sowas von. Hier ist der Bär gestolpert. Stirbt er? Nein. Aber wir kommen näher. Ich bin gespannt, ob wir gegen die kämpfen müssen.
oder ob er schon Zeit tot ist. Ja, Onkel. Darf ich schießen, wenn er noch lebt? Zeigt, dass ihr eure Gefühle kontrolliert. Dann vielleicht. Ich sehe bloß nichts, wenn ich schießen soll. Wird das schwierig. Wir haben ihn. Vorsichtig, er könnte noch leben. Ich glaube nicht. Pfeil hätte ihn nicht töten sollen. Schaut, Onkel, eine Wunde in seiner Flanke. Nicht von einem Pfeil. Ein Assassine! Aus Yarikawa! Verräter! Ihr fallt dem Shito in den Rücken! Fürst Sakai! Ihr müsst euch beherrschen. Wir sind keine Verbrecher, wie dieser Mann hier. Wir sind Samurai. Er wollte euch ermorden. Er muss dafür bezahlen, mit seinem Leben. Seht ihm in die Augen. Lehrt ihn, dass ein Samurai nie aus Angst oder Wut handelt. Dann nimmt sein Leben ehrenvoll. Wo war die Erklärung? Wenn wir kämpfen, greifen wir den Feind frontal an. Und wenn wir ihn dann töten, schauen wir ihm in die Augen. Mit Mut und Respekt. Das macht uns zu Samurai. Nur ein Feigling schlägt aus dem Schatten zu. Harte Zeiten erfordern halt harte Maßnahmen. Ich kann nun mal nicht anders. Jin, was ist? Suchen wir deinen Bruder. Sie dürfen uns nicht sehen. Benutz all deine Sinne. Denke und beweg dich wie ein Dieb. Das fällt mir nicht schwer. Ach, endlich! Ich habe es schon vermisst. Oh, ich liebe es. Er sticht ihn ab, aber richtig brutal. Nice. Haben wir nochmal Glück gehabt. Den hatte ich nicht gesehen. Ist aber auch gut versteckt hier. Jetzt nicht mehr. Schleichmechanik macht Spaß, kann ich jetzt schon sagen. Ist flüssig. So wie ich es liebe. Ach. Leute, ey, das mit dem R2 ist so ungewohnt. Da brauche ich noch 2-3 Folgen. Erstmal hier rein. Tuturu. Sieht doch aus, als könnte ich das mitnehmen hier, ne? Aber kann ich nicht. Ah.
mein Schweinchen. Durchkriechen, Vorräte. Gute Nacht. Irgendein Artefakt soll hier sein. Da kommen wir wohl zu spät. Yuna, ist das? Nein. Nicht. Wow! Oh, gut. Krass. Kann ich das Artefakt vielleicht so sehen? Wo immer es auch ist, es wird wahrscheinlich hier oben sein. Da hinten ist noch jemand. Wahrscheinlich in dem Zelt. Ich würde es ins Zelt packen. Andersrum ist es einfacher. Ich weiß nicht, ob einer im Zelt ist, deswegen gehe ich da jetzt noch nicht rein. Dort, ein Gefangener. Tucker? Finden wir es raus. Nein, das ist nicht Tucker. Ganz sachte Junge. Entspann dich. Vorräte. Ich suche immer noch das Artefakt. Ah, da. Sieht, glaube ich, immer anders aus, ein bisschen. Aber hier gibt es richtig guten Scheiß. Müssen wir mal ausprobieren, ob wir damit Vorräte etc. pp. Sichtbar machen können. Das ist auf jeden Fall nicht ihr Bruder. Nun gut, aber vielleicht weiß der, wo wir hin müssen. Sind wir reingekommen? Wir müssen weg. Wir reden, wenn es sicher ist. Na los. Gehen wir zum Fluss. Dort sind wir sicher. Es ist eigentlich alles sicher. Seid ihr von das den Lager ist ausgeräumt. War ich. Ich bin abgehauen, als ihnen langsam die Optionen ausgingen. Fürst Shimura wurde gefangen genommen. Jetzt brauche ich mehr Schwerter. Sucht ihr nach Arbeit? Nein, aber die anderen Strohhüte vielleicht. Zuletzt machten sie Jagd auf die Mongolen in der Zuzu-Präfektur, an der Küste nahe dem Kishi-Grasland. Alles klar, dann haben wir schon mal ein Ziel. Hier lang. Wir suchen meinen Bruder, einen Schmied namens Tucker. Ich kenne ihn nicht, aber hier kommen viele Gefangene durch. Eigentlich suchen wir nur den einen. Wer sagte, sie verlegen die Sklaven? Wohin? Sie erwähnten die Asamo-Bucht. Und in der letzten Gruppe war ein Schmied. Jung, mit Bart. Aus Yarikawa vielleicht. Ihr habt besser recht. Ich hoffe, ihr findet euren Schmied. Wieso droht Taka ihn denn? In der Asamo-Bucht. Die Stadt ist umgeben von Mauern. Hineinstürmen ohne Plan bringt ihn nur in größere Gefahr. Ich habe einen Freund, der könnte uns hineinbringen. Finde ihn. Je eher wir Taka retten, desto eher retten wir meinen Onkel. Jin. Taka schmiedet dir das nötige Werkzeug, sobald er frei ist. Aber danach verlassen wir die Insel. Du hast gesehen, was die Mongolen hier tun. Fürst Shimura kann sie aufhalten. Bleib. Kämpf mit für die Heimat. Heimat ist, wo Taka und ich hingehen. Mein Freund lebt in der Asamo-Präfektur. An der Grenze zu Tsutsu. Ich treffe dich dort. Ich weiß, es war nicht leicht. Das Brechen des Kodex. Ich tat, was ich musste. Danke. Fürst Shimura.
Ihr habt etwas Besseres verdient. Überzeugt eure Leute, sich zu ergeben. Und ihr seid sofort frei. Verschwendet nicht meine Zeit. Tötet mich. Ihr glaubt, ihr hättet alles verloren. Aber euer Neffe ist noch am Leben. Jin. Meine Männer kontrollieren die Straßen. Sie bauen Feldlager bei euren Dörfern. Sie sehen alles und jeden. Und sie werden ihn finden. Fürst Sakai wird bis zum letzten Atemzug kämpfen. So wie ich. Ihr liebt ihn. Wie ihr auch euer Volk liebt. Ihr seid wie ein Vater für sie. Wollt ihr eure Kinder im Stich lassen? Ich mache sie nicht zu euren Sklaven. Halte durch, Onkel. Wir werden dich schon befreien. Der Kriegerkodex. Schön. Nehmen wir uns was Legendäres mit. Die Legende wächst. Der wandernde Samurai. Maximale Gesundheit erhöht. Die Mongolen sind überall. In einem Kampf umzingeln sie mich wie Wölfe. Ich brauche neue Wege, sie mir vom Leib zu halten. Alles klar. Irgendwas Neues? Die Geistwaffe? Okay. Zwei Kunai können wir werfen, um den Gegner zum Taumeln zu bringen. Alles klar. Eine ausbalancierte Klinge kann ich werfen und einen Gegner überrumpeln und erledigen. Die können wir sogar upgraden. Na ja dann, mit R1. Aufzeichnung aktualisiert. Freunde, für heute sind wir durch. Schade, es geht immer so schnell. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit von der Partie seid. Wenn ihr mich etwas supporten wollt, ist das auch kein Problem. Könnt ihr einfach eine Bewertung dalassen, einen Kommentar. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.